Hallo, ich grüße euch zu einem neuen Adventskalender-Unboxing auf meinem Kanal. Ich bin Frau Knampf, eigentlich heiße ich Verena. Und ich darf euch. Ja, was heißt ich darf euch? Ich stelle euch den Barbara Box Adventskalender vor. Das hat sich so angehört, ich darf euch den vorstellen, als hätte ich ihn gesponsert bekommen. Aber nein, dafür ist unser Kanal zu klein. Ich stelle etwas beiseite. Also vom Design her erinnert er mich ein bisschen an den Brigitte Box Adventskalender vom letzten Jahr. Der sieht dieses Jahr ja mega edel aus in diesem Marmordesign mit den Schubkästen. Kostet aber auch dementsprechend mehr als letztes Jahr. Und der Barbara Box Adventskalender ist neu. So wird es auf jeden Fall auch auf diesem Kärtchen hier beschrieben, wo drauf steht, dass er neu ist. Denn die Barbara Box ist ja Teil der, ich nenne es jetzt mal, Boxengemeinschaft von Beauty Love. Und ja, hätte mich gewundert, wenn es dazu keinen gibt. Und jetzt gibt es ihn. Er kostet, wenn man ihn reell kauft, 89,99 €. Soll, glaube ich, einen Wert von 300 € haben. Ich habe ihn als Beauty Love Boxenabonnent schon günstiger bekommen als Early Bird für 62,99 €. Aber es gibt immer mal Rabattaktionen drauf. Ich glaube, aktuell sind es 15%. Schaut einfach mal rein, was aktuell so, was er kostet. Vielleicht demnächst kommt er dann auch wieder Black Friday, ob es da ein bisschen günstiger gibt. Es gibt hierzu auf diesem Kärtchen ist auch ein QR-Code, den man scannen kann für ein digitales Booklet. Aber das möchte ich ja nicht. Ich will mich hier überraschen lassen. Und dann schauen wir doch mal, was die 1 hier auf diesem Kalender ist. Super. Ja, warum habe ich sie nicht gefunden? Weil 1 drauf steht. Der schönste Grund, morgens aufzustehen, ist der Adventskalender. Das stimmt. Es ist wirklich, Dezember ist der einzige Monat mit den ersten 24 Tagen, wo ich gerne aufstehe, weil ich Adventskalender aufmachen darf. Und wenn ich lange aufbleibe, dann mache ich das auch wirklich Punkt 12 Uhr. Und zwar in der ersten Box haben wir Maracuja und Mango Butter feste Dusche Naturkosmetik von Velvety. Und die riecht auch sehr gut. So sieht das aus, wie so eine Art Tropfenform. So ein Yin- und Yang-Teil. Riecht wirklich sehr gut, aber man riecht, finde ich, schon Maracuja, aber auch viel zitrisch. Also ist auch viel Zitrone mit drin. Finde ich. Aber schon mal ein schöner Anfang, möchte ich sagen. So, gleich mal wieder zurück damit. Die zwei habe ich schon gesehen beim Suchen von der 1. Weihnachtsmarkt ist, solange Glühwein zu trinken, bis einem Sachen aus Filz gefallen. Ja, es ist, glaube ich, noch nichts Filziges in meine Haushalt gewandert. Da habe ich noch nicht genug Glühwein getrunken. Oh, spannend. Und zwar haben wir von Just Spices das Glühweingewürz. Ich muss mal kurz schauen, ob man das in den Glühwein machen soll. Gewürzmischung für Glühwein. Ja. Am cleversten ist es, wenn du das Glühweingewürz in ein Teesieb gibst und das Paket locker lässig an den Tropfrand hängst. Nach Belieben süßen Cheers. Und ja, wahrscheinlich Rotwein, oder? Steht halt jetzt gerade nicht so drauf. Der Glühweinmix macht Eisprinzessinnen warme Herzen und Schneemännern dufte Laune. Ja, muss ich mal schauen. Vielleicht steht auf der Homepage ein bisschen mehr. Riecht man was? Nee. Also, wenn du damit Glühwein machen könntest, einfach Rotwein und das hier reintun, fände ich das gut. Eine schöne Idee. Die 3 ist ein Geschenk. Hier. Glück muss man teilen, damit es mehr wird. Oh Gott, von wem kommt denn das Zitat? Das ist von irgendjemand ein Zitat. Da haben wir von Dutte ein, ich glaube, es ist, ach,
mach mal die Folie runter. Ich packe es ja wieder ein. Ne? Und zwar ist es, das war schon auf Spoiler auf der Seite, glaube ich, hier eine kleine Palette. So sieht sie aus, keine Spiegel drin. Mit Highlighter, ja, Bronzer und 4 Lidschatten, würde ich mal behaupten. Hübsch, klein, kann man überall hin mitnehmen. Eignet sich als Reisegröße gut, finde ich. Die 4 ist wieder ausgeschrieben. Glück ist kostenlos, aber dennoch unbezahlbar. Oh ja, das stimmt. Was bist du denn? Ah, schon wieder so eins. Und zwar ein Bienenwachstuch. Bee-Wax Wrap. Diese Bienenwachstücher kennt ihr vielleicht. Da war, glaube ich, letztes Jahr im Pinkbox oder ich glaube auf jeden Fall im Adventsim war eines drin gewesen. Ah, das sind die Kleinen. Die Kleinen sind immer so. Es ist halt ein Bienenwachstuch. Das machst du so mit Wärme. Erwärmst du das und kannst es dann halt drüber tun. Und es hält dann und du sparst praktisch Plastik oder Alufolie damit. Aber ja, da habe ich halt schon durch Adventskalender einige. Und muss sagen, ich habe eigentlich wenig, was ich mit Plastikfolie irgendwie abdeckt. Ich habe dafür meine Tupperboxen und wenn ich was mit Plastikfolie mal abdecke, dann ist es eher eine große Schüssel und dieses Tuch ist nur so groß. Also mal schauen. Aber an sich ist es eine schöne Idee. Es soll ja was Gutes tun. Ja. A Plätzchen a day keeps the Weihnachtsstress away. Ja. Manchmal auch mehr als nur ein Plätzchen. Hier haben wir eine Heilerde-Maske von Luvos Clean Peel-Maske für alle Hauttypen. Oh, wusste gar nicht, dass Luvos jetzt auch Peel-Off-Masken hat. Reinigt Poren tief, klärt und blockt Irritationen vor. Peel sanft, klärt zart, verfeinert das Hautbild sofort. Effekt. Schön. Probiere ich sehr gern aus. Ist natürlich für meine Haut sehr geeignet. Der Nikolaus sieht unspektakulär aus, will auch gar nicht rausgehen, will halt echt nicht. Oh, das hasse ich an so Boxen-Adventskalendern. Ich muss jetzt die 3 raus tun, damit ich die 6 rausbekomme. So, jetzt. Lieber Nikolaus, definiere unartig. Ja, das wäre ganz gut. Ui. Ich glaube, ich weiß, was es ist, auch wenn ich noch nichts sehe. Jupp, Barbo-Ampullen. Ich habe das so von unten gesehen und dachte mir, Barbo. Ja, dieses Dreier-Set kommt einem ja oft unter. Das war neulich, glaube ich, auch erst in irgendeiner Zeitung mit drin als Giveaway. Gerne. Na, wir haben hier einmal Extra Energy, Intense Volume und Direct Lifting. Ja, ne? Kann man sich immer mal gönnen. Ja, machst du nichts falsch damit, finde ich. Ich habe von Barbour halt bisher nur einmal Ampullen ausprobiert und da war ich überhaupt nicht zufrieden damit. Aber keine von den, ich nenne es mal Sorten, die da drin sind, deswegen werde ich die jetzt nicht weitergeben, sondern schon selber ausprobieren. 7 ist ausgeschrieben. Je älter wir werden, desto kürzer werden unsere Wunschzettel, denn die Dinge, die wir uns wirklich wünschen, kann man nicht kaufen. Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich. Ha! Schön! Ein Eierlikör mit echtem Überserum. Okay, von Pott. Mal schauen, was ich damit mache. Also Eierlikör trinke ich eigentlich nicht pur. Wahrscheinlich wandert der in den Eierlikörkuchen. Aber so, ja, ein Eggnog ist ja, also Eierpunsch ist ja schon wieder was Weihnachtliches.
Vom Hocker gehauen hat es mich jetzt nicht. Die 8. Wenn dir das Leben Steine in den Weg legt, draufstellen, Balance halten, Aussicht genießen, lächeln und weitergehen. Nö, ich hätte jetzt gesagt, wenn das Leben Steine in den Weg legt, aufheben und auf Leute werfen, die du nicht magst. Man kann ja jeder machen, wie er möchte. Hier haben wir Physiogel, Hypoallergenic, Calming Relief, gereizte Haut, eine Handcreme für gereizte Haut, beanspruchte und strapazierte Hände, pflegt die Hände mit Pantenol ohne Parfüm und ohne Farbstoffe von Klinge Pharma. Okay, ja, werde ich mir auch aufheben für meine Hände, wenn sie mal wieder schlimm sind oder anfangen schlimmer zu werden. Dann ja, kommt die vielleicht zum Einsatz. Die Nummer 9. Ist wieder ausgeschrieben? Nein. Lang und breit. Aber hört sich nach wenig an. Vielleicht ein Stift. Irgendwie. Kajal. Schneegestöber, Tannenduft. Weihnachten liegt in der Luft. Ja. Naja, also am 9. sage ich mal, sollte Weihnachten schon länger in der Luft liegen. Nee, und zwar von Parsa Nagelfeilen. Perfekt manikürte Nägel. Mit meinen nicht vorhandenen Fingernägeln brauche ich die nicht. Die wird Matze bekommen. Dann die Nummer 10. Geht nicht raus. Komm, Nummer 10, geh mal raus. Oh, sehr ausgebeutet, ist was Fettes drin. Es ist Zeit für das, was war, Danke zu sagen, damit das, was wird, unter einem guten Stern beginnt. Danke sagen ist wirklich wichtig und man macht es viel zu selten heutzutage. Vor allem für die kleinen Dinge einfach mal Danke zu sagen. Ein Happy Christmas Duftset von Baldini bei Tau Oasis. Okay, 10 ml Naturduft mit Naturvlies. Also ich zeige es euch erstmal so. Da hatten wir schon mal was in der Brigitte oder auch in der Barbara-Box dabei, glaube ich. Ah ja, und zwar hast du hier dieses Sodicht Natur Duftvlies und hier das Duftöl drauf tropfen und soll man das irgendwie hinhängen, weil es hier so ein Loch hat, irgendwie so als Duftbäumchen. Ja, findet sich auf jeden Fall irgendein Plätzchen dafür. Doch, finde ich eine schöne Idee, muss ich sagen. Finde ich schön. Wieder da reinbekommen, ne? So. Die 11 ist wo? Eine gute Frage. Wo ist die 11? Ah! Sehr klein geschrieben hier, 11. Man sagt nicht mehr Weihnachtsbaum. Es heißt jetzt extrem beleuchtetes Nadelgehölz mit Religionshintergrund. Oh, kommt, hört auf. Oh, von Louis Widmer, Swiss Dermatologica. Ein Duschgel für jeden Hauttyp, reinigt schonend, erfrischt nachhaltig, rückfettend. Vegan. Ich zeige es euch mal und hole es mal kurz raus, weil ich riechen will. Ob und wie das riecht. Was duftet schon? Also es hat schon einen gewissen Duft. Ja, der ist, weiß ich aber nicht, ob mir der gefällt. Er ist schon recht intensiv. Man muss bedenken, der riecht heraus. Ja, mal schauen. Ob ich es behalte oder weitergebe an sich, finde ich es cool. Von der Marke hatte ich noch nichts ausprobiert. Ja, muss ich mir noch überlegen. Aber was Schönes, mal ein anderes Duschgel. Ich so wieder rein. Ich lege die jetzt außen hin. Ich muss das wieder ordentlich machen, damit die nicht so ganz zerknautschelt hier sind. Gehen wir zur Halbzeit über. Das ist die 12. Und die 12 ist in der Mitte. Mein liebstes Wintergemüse ist ja die Marzipankartoffel. Jupp, also ich behaupte wieder, es ist wieder so klein und es hat dieses riesen Paket hier dafür. Kommt, Leute. Ich jetzt. Guck mal. Das
nicht mal Daumen groß hier und hat diese riesen Verpackung. Und zwar von QMS Active Glow eine Tinted Day Cream von Medicosmetics. Also das ist ja mal, also wirklich eine Einmalanwendung. Ja, also du tust dir diese Creme da auf dein Gesicht, also maximal zwei kriegst du da raus. Finde ich schon ein bisschen arg wenig, muss ich sagen. Arg wenig, wirklich arg, arg wenig. So, die 13. 13 ist da. Die ist wenigstens wieder ein bisschen schwerer. Ich kann heute nicht zur Arbeit kommen, das Türchen vom Adventskalender klemmt. Ja, das ist eine gute Ausrede. Wir haben von Freiöl ein Figuröl, ein strafft und festigendes Hautöl, Hautöl, reduziert Zellulite. Jo, das kann ich auch gut gebrauchen. Also nicht, das war jetzt nicht so ein trauriges Gesicht, weil das da drin ist, sondern weil ich es brauche. Ne? Das ist schön, da freue ich mich. Damit schmiert mich der Matze dann an den zutreffenden Stellen ein und das gefällt mir gut. Die 14. Ich habe zum ersten Mal Lebkuchen gebacken. Wir hatten noch nie so gute Türstopper. Ich muss sagen, Eigenlob stinkt, ja, aber ich kann wenig gut, aber backen und kochen kann ich eigentlich richtig gut. Das ist auch schon wieder bestimmt nur so groß, wie es sich anhört. Na, immerhin. Es ist von La Vera Naturkosmetik Brilliant Care Green Q10 Komplex. Ja, aber was? Ja, aber was? Steht nicht drauf, was es ist. Ich mach's jetzt mal auf. Ah, ein Lippenstift. Oh, der ist aber hübsch. Der hat... Ich weiß nicht, ob es nur so aussieht, dass da ein Glitzerschimmer dabei ist. Aber ich finde, also es ist ein weihnachtliches Rot, ne? Aber kein knalliges Rot, sondern schon etwas dunkler. Und es sieht so aus, als wären da Glitzerpartikel mit drin, ganz feine. Aber sieht man jetzt nicht. Ne? Vor allem, es hat auch keine Farbbezeichnung einfach irgendwie. Normalerweise haben Lippenstifte ja so eine Farbbezeichnung, aber der hier nicht. Okay. Nee, aber den finde ich schön. Habe ich den jetzt irgendwie angepasst? Den werde ich gerne benutzen und ja, der wandert nicht weiter. Der wird ausprobiert, ob der so schön glitzert. Und ja, dann kommen wir zur Nummer 15. Ah, ich lasse das jetzt draußen, ständig hier reingeschieben. Ah, die ist groß und fett weh, die ist nicht richtig ausgefüllt. Doch, sie fühlt sich schon halbwegs gefüllt an. Plätzchen zu verschenken, heißt Liebe zu verteilen. Ja, finde ich auch. Ich schenke gern selbstgemachte Sachen und auch gern Plätzchen. Oh, was haben wir hier? Alverde, ein 4-in-1 Fuß Aktivbad mit Limetten Echinacea Duft. Ja, cool. Erfrischt und belebt. Nice. Doch, das gefällt mir. Das ist so ein Fußbäder habe ich eigentlich nur so als Einmal-Sachets. Und so ein richtiges Fußbad in so einer Größe habe ich eigentlich noch gar nicht gesehen. Was aber wahrscheinlich daran liegt, dass ich auch noch nie aktiv danach gesucht habe. Ja. Das kann auch sein. Aber es ist mal eine Abwechslung. Das gefällt mir. Und vor allem, dass es halt kein Einmal-Sachet ist, sondern gleich so ein cooler Pott. Liebe und Zimtsterne ist gleich Weihnachten. Ja, ne. Kenne aber viele, die mögen keine Zimtsterne. Und ehrlich gesagt, ich esse sie zwar, aber ich backe sie zum Beispiel nicht, was auch nicht meine Favoritenplätzchen sind. Wir haben hier von Naturebox ein reparaturfestes Shampoo für Schutz vor Spliss mit kalt gepresstem Avocadoöl. Jupp. Und das wandert weiter, weil meine Haare mit festem Shampoo ist nicht so ganz
gut gelaufen. Ich habe dadurch den Ausschlag an der Haut bekommen und habe halt jetzt ein bisschen Angst, wenn ich wieder so eine Seifenbar in die Hand nehme, dass ja, ich A, wieder einen Ausschlag bekomme und halt B, dass dadurch, dass meine Haare halt nicht so toll danach aussahen, ich halt jetzt sage, bleibe ich dann doch lieber beim anderen Shampoo vorerst mal. Vielleicht werde ich es nach ein paar Jahren, wenn sich das hier ein bisschen wieder normalisiert hat, festen Shampoos nochmal eine Chance geben. Das möchte ich also jetzt nicht gleich ausschließen. Gucken wir doch mal, wo wir die nächste Zahl haben. Da hinten ist die 17. Heute machen wir was für Bauch, Beine und Po-Plätzchen. Ja, erinnere mich doch dran. Und zwar haben wir eine Duschbombe von Wals 7. Rose, Hammam verwöhnt dich. Ein Wellness-Duschtab. Und zwar sollst du den ja warmes Wasser in der Dusche aufdrehen, die auf den Boden von der Dusche legen, Augen schließen und Dufterlebnis genießen. Also es soll nur ums Riechen gehen, ja? Habe ich das so richtig verstanden? Ich dachte eigentlich, das ist auch ein bisschen so wie so ein Fußbad noch ein bisschen mit. Also dachte ich jetzt. Jetzt habe ich bloß gelesen, dass das riechen soll. Weil ich dachte, das ist auch wie so eine Art Fußbad mit. Und dass man, dass ich deshalb bei unserer Dusche recht schlecht machen kann, weil die kein so Becken hat und da kein Wasser stehen kann, weil das eine ebenerdige ist. Und das da praktisch verschwendet wäre. Aber wenn es nur ums Riechen geht, dann ja, probiere ich die gerne aus. Hatte ich noch nie. Und die 18 ist wieder ein Geschenk. Und anscheinend nicht großartig gefüllt. Je mehr Freude wir anderen Menschen machen, desto mehr Freude kehrt ins eigene Herz zurück. Also bei mir ist es so, ich schenke unheimlich gern. Na, ein Avant-Produkt. Da treiben wir den Preis ein bisschen hoch. Wir haben, das ist glaube ich eine Augencreme, die Pro Radiance Brightening Eye Final Touch. Denke schon. Apply in the morning and evening onto clean dry skin around the eye area. Ja. Also morgens und abends um die Augen rum. Sehr schön. Das wird meine nächste Augencreme, glaube ich. Ich glaube, das ist noch eins der Avant-Produkte, die ich nicht habe. Weil ich warte ja, ich sammle ja ein bisschen, dass ich die komplette geballte Avant-Dröhnung mir mal geben kann mit allen möglichen Serien und Cremes und ja. Die 19. Ah, da. Etwas lang. Nur noch 5-mal schlafen, bis ich dachte, wir schenken uns nichts. Da ist das in Matze nicht anders. Also wir schenken uns gern und wir sagen uns auch, was wir uns zu Weihnachten wünschen. Und ich würde Matze nie nichts zu Weihnachten schenken, weil ich liebe es, ja, zu schenken. Hier haben wir Trivital Immun, Nahrungsergänzung, unter anderem mit Zink und Vitamin C für Vitalität durch eine normale Funktion des Immunsystems. Chinesische Vitalextrakte, Pflanzenextrakte, Vitamine, 7 Kapseln für den Tag und 7 Kapseln für die Nacht. Anscheinend eine sozusagen 7-Tage-Kur. Nahrungsergänzungsmittel finde ich immer ein bisschen... lasse ich mal vielleicht in der Box noch mal halbwegs durchgehen, aber in einem Adventskalender. Ich persönlich werde es schon machen. Das, ja, aber du weißt nie, wie es die Leute vertragen. Und es ist so, ja, nicht unbedingt, finde ich, eine so gute Idee. Die 20. Auch wieder was Kleines bestimmt drin. Es sind die gemeinsamen Momente mit unseren Liebsten, die Weihnachten so besonders machen. Schreibt mir in die Kommentare, wie feiert ihr Weihnachten? Also bei uns ist die ganze Familie zu Gast, sowohl mein Teil als auch Matzes Teil und meine beste Freundin dieses Jahr. Von Alverde Naturkosmetik haben wir hier einen Metallic Eyeliner und der sieht ja mal mega fancy aus, ja? Der ist ja nice.
Der gefällt mir gut. Muss mit dem mal anschauen. Ja, der ist wirklich schön so grau-metallig. Den will ich auch behalten, den gebe ich nicht weg. Also, guck mal, hier ist er. Man sieht jetzt sehr schlecht. Also, wenn du nah rangehst, siehst du, dass er wirklich so schimmerig ist und ja. Durchaus, der gefällt mir gut. Sind ja schon leider in den 20ern nun, ne? Jeder Adventskalender nimmt so langsam sein Ende. Und die 21 haben wir hier hinten. Sei der Grund, dass heute jemand lächelt. Oh ja, das bin ich bei Matze immer. Hier sind mehrere Sachets drin. Nee, doch, zwei. Und zwar von Cosnature eine schöne Hautmaske, Pink Pomelo. Eine revitalisierende Gesichtspflege für jede Haut. Also zwei Sachets von der hier und eine Multi-Power-Gesichtsmaske mit Sanddorn und Siebachsorn, was immer. Das ist eine glättende, intensive Gesichtspflege für strapazierte Haut. Finde ich schön, dass verschiedene drin sind, dass man auch einen richtigen Hauttyp eventuell mit erwischt. Und Cosnature mag ich. Da habe ich gerade ein Serum in Anwendung. Feuchtigkeitsserum. Riecht zwar irgendwie nach Hefe, aber finde ich, spendet Feuchtigkeit und ist gut. 22 ist ausgeschrieben. Gummibärchen? Irgendwie? Weiß ich nicht. Da will man nur mal kurz die Keksdose lüften. Zack, ist die Hälfte der Kekse verdampft. Ihr kennt das. Ja, ich kenne das. Ja, von The Humble Co. Zahnseide-Sticks. Diese Sticks sind echt gut. Aber warum ich so geseufzt habe, ist einfach, dass die in, ja, wie soll ich sagen, vielen, also ich war auf der Glow, da haben wir einige davon bekommen. Die waren in der Glow Bag drin, glaube ich. Also wir haben sehr viel davon. Ich habe meinem Papa schon eine davon gegeben. Und ja, mal schauen, wann die leer werden. Aber es ist ein gutes Produkt. Manche sagen natürlich, Zahnprodukte gefallen ihnen nicht so in Adventskalendern. Aber ich finde es ganz nett. Ja, kann man machen. 22 hatte ich gerade, die 23, oh, vorletztes Türchen. Die ist riesig. Ja, das Größte. Weihnachtszeit ist keine Jahreszeit, es ist ein Gefühl. Und dem stimme ich absolut zu. Okay. Ja, von Pucker, Winterfreude. Feiere die Gemütlichkeit mit Ingwer, Rooibos, Orange und Sternanis. Nope, absolut nope. Weil dieser Tee duftet, schon wenn du hier allein oben riechst, so penetrant nach Anis. Ja? Und Anis mag ich nur auf Anisbrezeln. Gibt es auch meistens nur im Winter. Da ist das okay. Aber ansonsten halte ich mich eigentlich davon fern. Ja, der Duft ist krass. Hoi, hoi, hoi. Hoi, hoi, hoi. So, letztes Türchen, 24. Weihnachten ist, wenn die besten Geschenke am Tisch sitzen und nicht unterm Baum liegen. Ja, das stimmt auch total. Ich freue mich schon so auf Weihnachten, wenn dann alle bei uns sind. Oh, und das ist auch noch die 24. Von Zoe Eiler, ein Gua Sha Stein. Ne? Also es ist der. Der ist so herzförmig, ihr seht ihn da. Ich will es nicht kaputt machen, weil ich den auf jeden Fall verschenken werde. Hat nicht jeder irgendwie schon einen Gua Sha zu Hause? Ja, ihr wisst, was man damit macht. Man kann Cera einarbeiten, generell übers Gesicht gehen, dass die Durchblutung angeregt wird.
hätte ich jetzt nicht in die 24. Vielleicht lieber. Ja, was hätte man reintun können? Gut. Vielleicht diese kleine Dutsche-Palette einfach. Naja. Oder vom Wert her gesehen vielleicht das Avance-Serum, aber. Ja. Ja. Okay. So, lieber Kalender. Was ist mein Fazit zu dir? Wenn ich rückblickend betrachte, letztes Jahr Pinkbox, Brigitte und Beauty Love, fand ich, glaube ich, alle drei besser als den Barbara Box jetzt hier. Natürlich wird man sein Geld drin haben, das auf jeden Fall. Vom Wert her glaube ich schon, dass die 300 Euro erreicht sind. Möchte ich mal nachgucken. Ich weiß nicht, ob ich zu manchen Produkten, wie zum Beispiel zu der Dutsche, zu den Mini-Palettchen einen Preis finde. An manchen Türen hätte er mich, falls es mein einziger Adventskalender wäre, enttäuscht, denke ich. Und ja, er hat mich nicht vom Hocker gerissen. Na? Es sind einige sehr schöne Produkte drin, über die ich mich auch freue. Bei manchen Produkten sage ich eher so, Im Endeffekt ist es nicht schlimm, denn ich habe ja meine anderen Adventskalender noch. Ich werde ja auch immer die Produkte raustun, die mir nicht gefallen, und fülle die mit anderen Produkten aus anderen Adventskalendern auf, sodass ich keinen Enttäuschungs-Adventskalender praktisch habe an dem Tag. Ne? Deswegen werde ich jetzt keine Enttäuschung erleben, aber für diejenigen vielleicht, für die es der einzige Adventskalender dieses Jahr vielleicht geworden wäre, schaut euch, also entscheidet selber, ne? Ob ihr sagt, jo, das ist für mich der Richtige, die Sachen, die da drin sind, gefallen mir gut, oder ob ihr sagt, naja, wenn ihr ihn jetzt mal nicht reduziert kauft, ne, für 89,99, vielleicht im Vergleich zum Glossybox Adventskalender, der ja auch in dem Spektrum kostet, zum Beispiel, also unter 100 meine ich damit, würde ich den jetzt nicht so ganz weiterempfehlen. Oder ja, ich weiß es nicht. Also mir persönlich gefällt jetzt nicht ganz so gut. Bitte schreibt mir in die Kommentare, wie findet ihr ihn? Ne? Seid ihr jetzt auch nicht besonders geflasht? Sagt ihr, okay, die meisten Produkte sind brauchbar, aber jetzt nichts, wo ich sage, OMG, das möchte ich unbedingt ausprobieren. Das ist mega. Und ja, in dem Sinne, ne, hoffe ich euch, dass das Unboxing vielleicht den einen oder anderen ein bisschen vorgewarnt hat. Ne? Ich wünsche euch eine sehr, sehr schöne Zeit. Macht es gut. Liebe Grüße von mir an euch. Ciao.